Gerade einmal 51 Jugendliche gibt es momentan noch im Bezirk der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, die ohne Ausbildungsstelle dastehen. Der große Rest, knapp 4.500 Mädchen und Jungen, haben einen Ausbildungsplatz bekommen. Und die Chance auf eine Ausbildung im Wunschberuf war dieses Jahr erneut hoch. Knapp 5.600 Stellen waren im Bezirk zu besetzen, 9,5% mehr als noch im Vorjahr. Wenn der Markt sich natürlich dreht und es viele Ausbildungsstellen und gute Ausbildungsstellen zur Verfügung stellt, der Markt, dann muss letztlich hat der Lehrling, der Bewerber, die ganz große Chance und kann sich wirklich seinen Betrieb raussuchen. Und da ist ganz klar, dass der Bewerber sich einen Betrieb raussucht, der ihm momentan attraktiv erscheint, selbstverständlich. Generell hat sich auf dem Ausbildungsmarkt das Bild gewandelt. War es vor Jahren noch der Bewerber, der um eine Stelle kämpfte, sind es heute die Betriebe, die sich um die Jugendlichen bemühen müssen. Der Einsatz von Social Media oder Schulpatenschaften ist da fast schon ein Muss. Viele Betriebe haben hier aber noch Potenzial. So auch im Hotel- und Gaststättengewerbe, das dieses Jahr mit 74 unbesetzten Stellen wieder zu den Verlierern am Ausbildungsmarkt zählt. Die Zukunft wird sicher so sein, dass Unternehmen im Hotel- und Gastronomiebereich, das ein guter Arbeitgeber ist und als solcher bekannt ist, wird auch den Azubi oder die Auszubildende bekommen, die es braucht. Es muss aber in Zukunft noch mehr Werbung machen, insbesondere auch Social Media nutzen und nicht nur punktuell, sondern wirklich über Jahre hinweg. Die veränderten Bedingungen am Ausbildungsmarkt ziehen auch Begleiterscheinungen nach sich. Die Zahl guter Bewerber geht zurück. Unternehmen sind fast schon gezwungen, schwache Azubis einzustellen, um ihre Arbeitsplätze zu besetzen. Und dieser Trend wird sich fortsetzen. Große Herausforderung in Zukunft, wie auch heute schon, wird sein, dass viele dieser Auszubildenden eigentlich nicht die volle Ausbildungsreife besitzen. Das heißt, sie haben starke Schwächen in Mathematik oder auch in Deutsch in der Schule gehabt. Und was noch schwerer wiegt, dass sie oft nicht die soziale Kompetenz mitbringen. Um die schwächeren Azubis zu unterstützen, bieten Unternehmen und die Agentur für Arbeit Fördermaßnahmen an, die vor allem im südlichen Oberallgäu gebraucht werden. Eine Art Nachhilfeunterricht, wir sagen ausbildungsbegleitende Hilfen, das ist nach wie vor ein Standardangebot, wo die Agenturen für Arbeit organisieren. Und da können die Jugendlichen profitieren, dass sie in den wesentlichen Kernfächern, die ihnen auch in der Berufsschule begegnen, zusätzlich eine Unterstützung erfahren. Der Trend für das nächste Ausbildungsjahr sieht ebenfalls positiv aus. Steigende Anforderungen der Betriebe und der demografische Wandel werden aber auch in Zukunft dafür sorgen, dass Lehrstellen offen bleiben. Wir haben noch nicht so eine Situation, dass sich bei den Schulabgängerzahlen eine demografische Entwicklung im Sinne eines negativen Trends schon abzeichnet. Die Schulentlasszahlen bleiben in der Region im Allgäu noch gleichbleibend, aber die Situation wird weiter so sein, auch im kommenden Jahr, dass sicherlich mehrere Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können. Dieses Jahr sind es noch 576 Stellen, die unbesetzt sind. Wer also noch keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche hat, hat durchaus noch Chancen.